Kennst du, hast du Blade Runner 2049 gesehen? Nein, nee, ne? Auch einer der Filme, den ich nicht gesehen habe. Auch einer der Filme, den man auf Leinwand gucken muss, also Kinoleinwand. Ich mach mal den Soundtrack, wo wir gerade dabei sind, mal an. Der ist nämlich auch so unfassbar atmosphärisch. Und den haben wir tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit zu Hause. Hab ich mit meinem Vater den mal sehr laut gehört, den Soundtrack, auf unserer Anlage. Und das knallt echt. Also, jetzt ich meine nicht von der Anlage her, sondern weil das Soundtrack... Das heißt, übrigens, falls du Stein brauchst, da sind noch 3 Stacks oben in der Bautruhe vom Dings. Cleany? Ja, clean. Wo denn? Na, Bautruhe von der Brücke. Ah. Hat er die Musik geswitcht bei dir? Ja, ne? Achso, wir können jetzt, glaube ich, mal schlafen gehen erstmal. Ja. Hörst du jetzt so... Ja, die Musik hat sich geswitcht. Okay. Es switcht immer. Gut, okay. Na, ich kann mich erinnern, dass es damals nicht so gut war, aber damals ist es auch schon ein bisschen her. Das wird es ja auch nicht damals heißen. Ist übrigens auch Hans Zimmer. Was sonst? Wer sonst? Und Benjamin Wallfish? Ja, ist keiner Name, ne? Stimmt. Also Wallfish. Das für eine. Aber ich denke mal, dass es von Wallfisch kommt, oder? Bestimmt also... verschrieben. So im Standesamt. Oh, das war ein L zu viel. Naja, LRS kickt. Was wollte ich gerade noch sagen? Achso, was ich geil finde, ich meine, Hans Zimmer ist jetzt ja nicht mehr, ist noch nicht so alt. Also kann sicherlich noch viele wahnsinnig gute Soundtracks machen, aber was ich irgendwie... Ist nicht so alt wie Williams, ne? Ja, genau. Aber was ich irgendwie beruhigend finde, ist, also aus meiner, ich habe ja keine Ahnung von dem Business, aber so aus meiner Konsumenten, auch sehr eingeschränkten Konsumentensicht, ein würdiger Nachfolger auf jeden Fall dieser, wie heißt der, Göransson, der Mandalorian gemacht hat, der Tenet gemacht hat, der ja irgendwie auch ein der wahnsinniges Talent dafür hat. Du meinst, der macht auch... Der wird uns auch noch in den nächsten Jahrzehnten... Ja, der ist hammer jung. Der ist Mitte 30, oder jedenfalls sieht der sehr jung aus. Das bestimmt auch. Ja, und am Ende stirbt er an, was weiß ich was. Nee, der ist ja noch mit vornem Ludwig. 36 ist der. So. Du weißt doch, die Reichen und Schön. Jetzt kommt der. Du musst dir jetzt bei diesem Sound, musst du dir vorstellen, so ein Cyberpunk-Style, ne, dystopische Stadt. Ich weiß, wie das Szenario von Blade Runner aussieht. Okay. Das ist. Und ich habe mir tatsächlich von Cyberpunk auch ein bisschen erhofft, dass, also es hat auch einen guten Soundtrack, aber das irgendwie... So, kannst du nochmal, ich irgendwie, jetzt wo wir gerade so drüber reden, kannst du vielleicht mal den Titelsong von Oblivion anmachen? Mhm, mach ich. Mach ich sofort. Also danach quasi in die ja, Pipe ja, ja hauen. Mhm. Ich finde, man hört richtig das Szenario, man kann das Szenario richtig ja raushören, ne? Aus ja der Musik. Das ist schon. Das ist ja schon krass, wie quasi Musik, wie wir richtig programmiert werden und wie wir das einfach lernen. Ja. Und dadurch, du kannst gar nicht als Komponist anders die Musik komponieren, weil sonst würde es ausbrechen. So. Aber ich meine, das könnte auch so die ruhige Musik aus der Skyfall-Szene sein, weißt du, was ich meine, so, wo sie bei dem Anwesen ja sind. Ja, stimmt, so auch so ein bisschen mysteriös. Hat eine ähnliche Stimmung. Auch mit ja so Streichern. Ja. Also ich glaube, weil nämlich ziemlich genauso ähnliche Musik auch bei Skyfall kam, als sie da zum Dings gegangen sind, beim Skyfall anwesend quasi waren. Ja. Ich von einem Zombie, ich höre nämlich einen Oblivion und dann, weißt du, einfach die Titelmusik, der Song heißt wahrscheinlich, glaube ich, auch Oblivion. Theme? Das ist ja von M83, die Musik. Ah ja, ich sehe es, warte mal. Ich habe es gerade noch so in die Wartestange gekriegt, das müsste jetzt gleich kommen. Das ist ein bisschen. Ah, ja, ja, Soundtrack, ich erinnere mich. Ja. Ah, das ist auch so richtig. Also, ich kenne von M83 nicht so richtig viel. Aber ich schon. Aber das ist irgendwie. Ich würde behaupten, dass ich das sofort erkennen würde. Dass es M83 ist? Ja. Ich fand das sehr geil, dass das neue Kirby Space Program, wann ja, auch ja, immer genau es rauskommen wird, ja, M83 genutzt hat als, ja, als Musik. Dann musste ich auch gerade dran denken. Sag mal, jetzt. Ja, ich muss mal ein bisschen lauter machen, weil ich weiß ja nicht, ich mach auch ein bisschen lauter, ich finde das Stück wirklich gut. Aber das kommt nur richtig gut rüber, finde ich, wenn es etwas lauter ist. Ja, das ist ja oft bei so einem Soundtrack so. Weißt du, also ist M83, ist das ein Mensch? Sind das mit so einem Produzenten-Duo? Ich glaube, dass das ein Mensch ist, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja.
Ist auch jemand, von dem man es nicht weiß. Kann ja sein, oder? Da weiß ich auch nicht, wie der aussieht so, oder wie irgendjemand von denen aussieht. Ja. Ich mag das, weil da kann man zu Schlagzeug spielen. Eine der wenigen epischen Musik, wo man angenehm zu Schlagzeug spielen kann. Ja, stimmt. Aber ich kann mich tatsächlich an den Track nicht erinnern, obwohl ich den Film auch zweimal gesehen habe. Das ist sogar die Musik, glaube ich, die als erstes beim Outro kommt. Also quasi, ja, wenn das Outro beginnt. Ich weiß nämlich gar nicht, ob der Song irgendwie so im Film selbst drin vorkommt. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich nicht, nee. Oder halt irgendwie dann am Anfang, also nicht direkt am Anfang, aber irgendwie so nach dem Prolog sozusagen. Ich finde, man hört, dass das so eine Outro-Musik ist, quasi. So. Ja. Quasi, der läuft jetzt quasi gerade runter, so. Die Leute, die den Film gemacht haben, die Leute stehen auf. Der Film war jetzt ja nicht schlecht, sind so ein bisschen so, ja. Vielleicht ein bisschen klebrige Popcorn. Genau, Samstagabend, 21 Uhr, jetzt muss man sich auf den Weg zum Auto machen. Man überlegt, ob man noch zu Burger King geht. Genau, nach dem ganzen Popcorn, so ein bisschen flau im Bauch, wo man was Herzhaftes. Man kratzt sich den Käsesoßenfleck vom T-Shirt und gibt es irgendwann auf. Ja, fühle ich. Aber diese Frau, Susanne Sundfer, kennt man nicht, guck gerade mal. Sundfer. Ja. Ich wollte gerade gucken, ob man irgendwas von der eventuell noch kennt. Aber ich finde, sie hat eine Standardstimme, die ist jetzt nicht außergewöhnlich. Ja, ich wollte gerade sagen. Creeper, Dings, Creeper! Wo? Bei uns im. Zu spät? Er ist explodiert. Wo? Unten? Ja. Fuck, und wir haben es vorhin noch gesagt, ey. Scheiße. Aber da hinten, die Mine ist nicht ausgeleuchtet richtig. Ah, oh, was ist kaputt gegangen? Nichts, okay. Nur die Ecke. Achso, ich habe gerade kurz gedacht, die Karten, das wäre jetzt bitter gewesen. Ja, dann muss man hier mal irgendwie was. Kommen die hier hoch? Dann. Ich glaube, es ist halt hier irgendwie. Das ist sehr dunkel. Warte immer auf den Boden. Da haben wir keine Stufen. Kann ich daraus irgendwie Stufen machen? Ja, ein bisschen leiser gerade. Ich auch gerade. Geht auch noch ein bisschen der Song. So, war ich gerade kurz davor zu bauen. So. Der. So. Alter, jetzt weiß ich ja, was du mit dem Schlagzeug meinst. Da geht die Toms immer rauf und runter und rauf und runter. Rauf und runter, rauf und runter. Ich krieg's hier gar nicht mehr ein. Ah, das hat jetzt auch so ein bisschen. So, wie war meine Taktik so? Einen leichten Nolan. Es geht noch weiter, ne? Der geht noch eine Minute, der Song. Bin ich sogar der Song auf das Ding zugeschnitten, auf. Waren hier Stufen? Ich weiß gar nicht, wie das jetzt hier aussah. Ach, Kacke. Mal kurz. So. Kurz mal die Musik kurz kümmern. Stimmt, Frank Sinatra. Stimmt. Sinatra! Ja, ich bin immer noch beim. Kommt halt überraschend, aber ich war gerade noch beim. Nein, ich meine die Aussprache. Sinatra. Sinatra, na klar. Ich, Frank Sinatra. Frank Sinatra. Ja. Mach doch mal was vom Frank an! Vom Frank Sinatra! Ich glaube tatsächlich, dass ich das. Also, ich sage den Namen nicht oft, aber das ist, glaube ich, tatsächlich oft so sage. Ja. Weil ich den Namen irgendwie. Glaube ich, schon länger kenne, als dass ich weiß, wie man es Englisch ausspricht. So, den hatten wir jetzt schon.
Ich mache mal ein bisschen weiter mit dem Blade Runner Soundtrack. Ja, mach das, mach das. Weil da kommt nämlich, wie gesagt, ein wunderbarer Song von Frank Sinatra. Sinatra, wie auch immer. Der auch überhaupt nicht reinpasst. Sinatra. Sinatra, okay. Sinatra. Frank Sinatra. Sinatra, ja. Kennst du diesen YouTube-Kanal, der Sachen extra falsch ausspricht? Also wenn du sowas sagst wie how to pronounce Cordon Bleu zum Beispiel und dann wird es extra falsch ausgesprochen und ich bin tatsächlich schon mal drauf reingefallen. Ich weiß nicht mehr, welches Wort das war, aber da habe ich das dann kurz gedacht, war so, nee, das kann nicht sein. Und dann ist auch immer sehr gefährlich. Da kann ich ja tatsächlich... War Französisch oder was? Nee, überhaupt. Ich wollte gerade sagen, als ja, das kann ich ja dann wirklich so sagen. Als Moderator kann ich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Liedchen von singen, weil es wirklich teilweise total verwirrend ist, weil dann die Titel auf Englisch sind und der Interpret aber so ist, das könnte sowohl Englisch sein, hat aber so vom Aussehen her, ist das könnte auch Französisch sein und du musst so innerhalb von einer halben Sekunde, wenn du dich nicht gut vorbereitet hast, dir überlegen, wie du das aussprichst und dann einfach irgendwie vernuscheln im Zweifel. Und dann... Der nächste. Ein Song von Frank Sinatra. Ein Song von Frank Sinatra. Also es ist oft wirklich... Am schlimmsten mit Französisch halt. Wenn der Titel auf Englisch ist und du sagst... Also man sagt beim Ansagen meistens zuerst den Titel und dann sagst du halt der Titel von... Und dann siehst du, kurz bevor du von sagst, scheiße, wie spricht man jetzt den Interpreten aus und dann... Sieht es manchmal so ein bisschen französisch aus und dann ist es meistens auch schon zu spät. Immer wieder ein Erlebnis. So, ich begebe mich Richtung Bett. Ja. Ich glaube, wir hatten mich vorhin unterbrochen, als ich kurz bei der von der Musik eine Parallele ziehen wollte zu Cyberpunk, weil es ja vom Stil her, also von der Geschichte, vom Setting her eigentlich sehr ähnlich ist. Aber ich kann mich irgendwie nicht so richtig erinnern, dass ich in Cyberpunk... Zukunft oder was? Ja, genau, dass ich in Cyberpunk vom Soundtrack her so einen Moment hatte, wo ich dachte, boah, das war auch alles so, du kennst halt auch so den einen oder anderen Soundtrack, auch wegen Johnny Silverhand, ist das ja teilweise auch sehr rockig und sehr, wie sagt man das, so sehr hart, schmutzig, rabiat und gar nicht unbedingt so wie jetzt. Da war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, weil ich komme mit mir davon auch durch Blade Runner so ein bisschen, so ein paar so eine Wow-Momente, die einen einfach nur sprachlos... Wow! Aber gut, vielleicht ist das vor so einem kleinen Computermonitor auch einfach anders. Als vor einer großen Kinoleinwand. Ja. So. Haben wir das gerade noch? Klassiker. So, mir geht auch langsam das Glowstone aus. Ich muss... Glowstone muss dann zurück ins die Dunkelheit. Hm. Into the darkness. Komm, jetzt kommt Frank. Immer wenn ich solche Musik höre, denke ich mir, müsste ich viel mehr hören. Eigentlich ist es total geil. Ja, das stimmt. Und auch irgendwie krass, ich weiß nicht, außer vielleicht Michael Bublé, der das irgendwie so ein bisschen fährt. Also gut, ich bin auch überhaupt nicht in der Szene drin, aber ich glaube, da kommt niemand dran, oder? Glaube ich. Jetzt frage ich mich bloß, wie kommt denn so ein Song in so einen Film? Ich glaube tatsächlich, dass das so eine Bar-Club-Szene ist. Ich glaube ja. Ist aber natürlich auch... Oder warte mal, ist es vielleicht so, ist es die Szene, wo er ins Casino geht? Irgendwie also so ein altes, ist ja Dystopie, ich habe auch gerade überlegt, da ist natürlich nichts los. Es könnte die Szene sein, wo er in das alte verfallene Casino kommt. Aber das ist tatsächlich mal, den würde ich auch nochmal zum Thema, was ich von meinte, ich würde den Film nur in den seltensten Fällen doppelt gucken. Das wäre einer, den ich auf jeden Fall nochmal gucken würde. Können wir uns ja mal freuen, vielleicht in den Ferien auch mit Leinwand. Ja. Muss ja nicht gleich eine große Kinoleinwand sein, aber. Ja, aber. Dadurch, dass man näher dran ist, ist das Blickfeld ähnlich. Ist dann theoretisch müsste man sich eigentlich mal die Mühe machen und halt auch noch ein gutes Soundsystem mit so ein bisschen Surround Sound vielleicht sogar, oder mit Stereo, sagen wir mal so, mit anschließen. Ich glaube, dann kriegt man schon eine ziemlich gute Wirkung hin, weil der Sound ist bis jetzt das,
woran wir immer noch am meisten sparen, in Anführungszeichen. Ich glaube, ich weiß ja nicht, hatten wir das nicht sogar schon mal überlegt? Deine ist jetzt ja nicht mega fett, aber trotzdem ja doch, macht dann doch, glaube ich, einen ganz ordentlichen Kinosound auf jeden Fall. Die Anlage, die du bei dir hast, ist ja dann am Ende auch zumindest Stereo 2.1. Ja, ne? Ich habe mir gerade überlegt. Hm, okay. Wir haben auch eine Stereoanlage theoretisch hier unten in der Stube, aber die ist halt richtig schwer auszubauen, weil die mit der ganzen Verkabelung von dem ganzen Zeug dahin. Ja, das ist dann auch, das ist auch nicht wert. Oder man guckt das halt so, dass man das irgendwie direkt vereint miteinander. Nee, ich glaube ich nicht. So. Alter, das wird so gewaltig, die Scheune. Aber das ist gut, dass dann mal dieser ist ja auch wirklich viel Platz auf der Fläche, dass es mal ein bisschen bebaut wird. Die Frage, was man da alles reinpackt noch. Oh, weiß ich nicht. Mal kurz ein Schlückchen trinken. Oh Gott, Alter. Handy, was ist da los? Achso, was sagt Italien-Schweiz? Italien führt 1-0. Das hätte mich auch gewundert, wenn Schweiz... Also den Schweizern, ne, aber sind halt auch Schweizer am Ende. Ich meine, wo sollen die denn in ihren Bergen auch mal eine flache Fläche zum Fußball spielen? Ja, stimmt, das ist auch eigentlich unfair. Also es ist wirklich grundsätzlich unfair. Hast recht. Was sind da? Haben da schon irgendwie einen Nachteil, die Schweizer, ne? So, oh je, Mine. So, mal ganz kurz. Zack. Ich glaube, ich wag was und ich glaube, ich baue hier eine schräge Brücke über den Fluss rüber. Ich muss da sowieso noch eine Brücke hinbauen. Dann fange ich jetzt einfach an. Die Scheune lasse ich erstmal so. Wobei ich glaube, ich die Scheune ganz gerne schon mal ein bisschen von innen beleuchten möchte. Weil es mich eine schöne Monsterbrutstätte gibt. Brücke Richtung wo? Ich zeig dir gleich, wo ich meine. Bist du gerade unten im Keller? Nee, kurz, sorry. Bin an der Scheune sozusagen. Oh, ich komme gleich. Ich muss erstmal einen Schluck trinken. Gott. Ich meine, ergibt eigentlich der COD-Rang auf Spotify noch so richtig Sinn? Mit bei dir Discord? Auf Discord meine ich auf Spotify. Eigentlich nur insofern einfach so, weil ich es cool finde, das zu sehen, weil manchmal Leute auch ihre Namen ändern. Der hat ja natürlich jetzt rangmäßig ist ja sowieso relativ, außer dass wir ein bisschen etwas ranghöhere Stellung haben, aber sind die mehr sowas Optisches eigentlich. Die haben ja keine richtige Funktion. Ranghöher. Ranghöherer Offizier. Genau. Das sind ja immer noch wir. Aber am Ende ist halt die Frage, wie hoch ist der Rang? Am Ende kommt es halt auch darauf an, wie viele Rechte man hat. Übrigens, hier ist ein Lava-Eimer drin, ne? Das zählen. Lol. Gut zu wissen. Weiß ich auch nicht, ich glaube, den habe ich da sogar mal reingelegt. Aber eigentlich kommen Eimer unten in die Supply, also auch wenn da Lava oder Wasser drin ist. So. Das ist mein ganzes Lava. Ich hier so. Lava. Lava oder Wasser. Schade, jetzt kann man hier an die Hinterseite, weil das so eine halbe Stufe in der falschen Dings ist, keine Dinger ranmachen. Keine Laternen. Geht es hier vorne? Scheiße, hier vorne geht es auch nicht. Aber hier kann man welche ranmachen. Sieht das aus oder sie hängen die zu tief? Nö. Ich glaube, das sieht gut aus. So, ich glaube, jetzt wird es gleich nochmal episch. Oder zumindest mystisch. Episch. Episch. So, Jona, wo soll die Brücke hin? Ich warte. Warte, ich hänge erstmal hier ein paar Laternen auf. Ich hänge erstmal ein paar Laternen auf. Okay. Ja, dieser Soundtrack, oh. So, das hier. Ist so wahnsinnig gut, ja. Hier eine Brücke, quasi schräg rüber. Achso, okay. Also, ich kann eine schräge Brücke, glaube ich, auf jeden Fall hinkriegen. Es sollte kein Problem sein. Hier so schräg rüber, weil hier soll ja immer noch der Tunnel und dann später zu der anderen Brücke, zur großen Brücke. Ja. Ganz kurz, einmal ein kurzer Kommentar zu dem Lied. Auch wenn wir den Film vielleicht bald zusammen gucken. Du musst dir jetzt hier sozusagen vorstellen, ein Anflug mit so einem fliegenden Auto auf so eine alte, verfallene Stadt, auch so ein bisschen wüst. Ja, weiß nicht, zerbombt wahrscheinlich nicht, aber einfach zerlebt, verlebt. Niemand mehr da und dann so ein bisschen diesig, grau, trist und dann dieses fliegende Auto, was so ankommt. Ja, boah, das ist so
Das ist, glaube ich, einer dieser Kinoleinwand-Szenen, wo Musik und Bild einfach Wahnsinn sind. Dieser Sound, also was auch immer das für ein Gesang ist. Das ist einfach das, was das Heimkino nicht, also wenn du jetzt kein richtiges Heimkino hast, nicht aufbringen kann. Ja. Es muss auch eigentlich wirklich dann richtig laut machen. Also das ist ja im Kino auch eigentlich an der Grenze zu fast zu laut. Da sind ja eigentlich die ganzen, was weiß ich, Jennifer Aniston Schnulzen ja verschwendet an Kinoleinwänden. Ja. Das war eigentlich nur